Leute, herzlich willkommen. Wir stehen in dem ersten, also nicht in dem ersten, aber in für uns dem ersten 2018er Modell von Carrado. Also erstmal herzlich willkommen hier von Wohnmobil United, ja, die uns eingeladen haben und gesagt, wir haben den ersten, wir haben es ja schon gesagt in der Leni und Toni Show und wir, wie versprochen, sind wir auch hier und zeigen euch den. Es ist ein T, habe ich eben schon gesagt, es ist ein T448. Mit Hubbett. Mit Hubbett. Das spielt erstmal überhaupt keine Rolle, sondern wir wollen euch die Neuerungen insgesamt zeigen. Wollen wir außen ganz kurz anfangen? Okay. Also außen erste Neuerung, LED-Außenleuchte über der Tür. Die war ja vorher immer ein bisschen seitlich versetzt. Besser. Aha, okay. Warum Zweit- ist das denn besser? Naja, ist LED. Die andere ist noch Glühbirne. Unsere okay, ist noch Glühbirne 2017. Hast du die? Ach so, ich dachte, du meinst, du findest es besser, dass es da drüber ist und nicht seitlich. Ja, also das ist jetzt gut. Viele sagen halt, drüber ist es besser, weil da baue ich mein Licht und nicht nebendran. Das stimmt. Ja? Allerdings ist ja hier die Klokassette. Und wenn das dann seitlich ist und du musst nachts deine Kassette auslernen, ist es besser, wenn das Licht da ist. Also das weiß ich jetzt nicht. Okay, also keine Ahnung. Ist egal. Auf jeden Fall LED schon mal viel besser. Weil Strom sparen, ne? Dann haben wir hier eine neue Steckdose, Einspeissteckdose. Jetzt haben wir es, ja. Die ist jetzt gerade, das heißt, dieses Gewackel bei diesem anderen Ding, das fällt jetzt weg. Und ich kann hier so einen abgewinkelten Stecker mit Zusatzsteckdose einstecken, dass ich außen auch nochmal 220 Volt haben könnte. Ja, aha. Das finde ich schon besser, ja, weil es geht nämlich bei unserem nicht. Das ist so Männerkram. Ich das hat mit von. Männerkram nichts zu tun. Nur wenn du sagst, oh, jetzt draußen nochmal irgendwie Strom, das wäre toll, dann ja. Gehe ich wohl Verlängerungskabel von innen. Ja. Ja, und hier könntest du das mit einem entsprechenden Stecker. Hatten wir aber bei dem ersten Mietmobil, hatten wir das, wenn du das Federdeckelchen mal kurz halten könntest. Bleibt das nicht alleine oben? Nee, das ist schön, dass es auch vor der Leine zugeht. Dann vergisst du es nämlich nicht zuzumachen. Okay. So. Sehr gut, dass du mir sowas erklären kannst. Da geht das Kabel geht nach unten weg und du kannst hier noch, hier ist dann noch eine normale Steckdose für einen normalen Stecker. Weißt du? Ja. Kannst du außen noch mal was einsteckern. Ist nicht schlecht. Wo also, hatten wir das bei dem ersten? Beim Hümer? Ja, der hatte das. Und da hatten wir auch so ein Kabel mit. Okay. Ja. Kann ich mich nicht erinnern. Ja, unser erstes Mobil, da haben wir noch keine eigene Kabeltrommel mitgenommen. Ja gut, ansonsten die Beklebung ist fast dieselbe, da ist so ein weißer Streifen ist da jetzt noch mit drin. Das hatte der 17er noch nicht, aber ansonsten ist das das Same. So immerhin noch als Carrado erkennbar, wäre ja blöd sonst. Achso, ne? Ja, von vorne, da, weil du gerade sagst, Carrado erkennbar. Man, hier das T, die Typenbezeichnung, das haben sie jetzt in Gold gemacht, nicht mehr so quachert schwarz, finde ich sehr schön. Gefällt mir auch besser. Ja. Und vor allem nicht das große genau. Schwarze Rechteck, ja. Ja. Und dann das einfach weiß ausgeschnitten. Ja, auch das T so ein bisschen ja, schön. Ja. Gelungen, okay. Finde ich. Ja, sind Kleinigkeiten, aber ist halt so. Und von Carrado Orange verabschieden wir uns. Viele finden es toll, dass es jetzt endlich weg ist. Wir fanden es toll, dass es orange war. Leni guckt traurig. Leni, guck mal traurig. Leni hat es gerade gesehen, dass es orange weg ist. Ja. Jetzt habe ich, ach nee, wir haben ja das Modell aber nicht. Gott sei Dank, wir haben ja orange. Ich wollte gerade sagen, ja, jetzt habe ich orange eine Deckenmo und alles nein, gekauft. Wir haben die gelbe Beate. 17er. Ja, aber so schlecht sieht das nicht aus. Es passt besser, weil das ist jetzt ganz viel irgendwie. Es ist viel weg von dem Orange. Und guck man mal kann hier. Ja, genau, das kann man dazu bestellen. Anstatt Fiat steht da jetzt da Carrado, wenn man möchte, Carrado dran. Was heißt denn, das kann man dazu bestellen? Kann ich das jetzt auch für ein 17er Modell bestellen? Das kann ich dir nicht sagen, müssen wir mal fragen. Also, wir gehen fragen, das finden wir raus. Das finde ich nämlich toll. Ja. Das gefällt mir gut, das ist meine Idee. So, komm, wir gehen mal rein. Auf der anderen Seite gibt es nichts Neues, was du noch erzählen kannst. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Außen rum gehen. Ja, wir können ja mal außen rum gehen, aber die Beklebung, wie gesagt, ist das same. Hier hat sich nichts geändert. Hat auch noch einen Schornstein. Hat immer noch einen Schornstein. Wir gehen rein. So, hier sind wir drin. Also, was gibt's zu sagen? Das Erste, was auffällt, und es tut mir leid, dass ich direkt anfange zu meckern, ist dieser Tisch. Toni, sag doch mal was. Ja. Also ich, da gibt's eigentlich nichts dazu zu sagen. Wir machen das, was uns überhaupt nicht gefällt, gleich vorneweg, hier innen drin. Weil ansonsten fängt es dann an und wird echt nur positiv. Aber diese Tischplatte und das Arbeitsplattendekor, was ja identisch ist, ist wirklich nicht so gelungen. Unser Geschmack.
Ist, du musst, es ist nicht unser Geschmack. Ja, es ist nicht unser Geschmack. Nicht, dass es, nein, dass es, es mag Leute geben, die finden das toll, aber uns gefällt es nicht. So, Punkt abgehakt, will ich sagen, weil... Nee, ich muss nochmal hervorheben, dass ich unsere Tischplatte und unsere Arbeitsplatte, die ist so schön. Die ist auch schön, ja. Die ist so schön, bisschen 70er. Daher wahrscheinlich auch orange und die Tischplatte ja. Und naja. Naja. Okay, also das gefällt mir nicht. Nee. Das wäre aber, muss ich dir leider ganz ehrlich sagen, Grund für mich, kein Carrado zu kaufen. Echt? Ja. Naja. Also ich würde okay. Das wirklich mit dieser Tischplatte, und da müsste ich mir mal fünfmal überlegen, wenn du sagen würdest, wir kaufen das Auto. Müssen wir uns ein Sunlight angucken. Oder aufs 19er Modell warten. Wir haben ja erst einen. Moment, genau. Wir gucken ja hier nur, ne? Komm, wir arbeiten mal schnell ab. Das heißt, geblieben, ja. Drei Flammen. Du musst es auch filmen, was du meinst. Spüle, mache ich, habe ich doch gemacht. Spüle. Du hast doch den Herd. Das ist, doch, ich habe den Herd gefilmt. Guck mal, da. Das ist derselbe Herd wie in dem 17er Modell. Da hat sich nichts geändert. Wasserhahn, bla bla bla. Alles gut, wunderbar. So, da geht's schon weiter. Da fängt es schon an. Diese Ambientebeleuchtung hier, die haben sie ja wirklich jetzt echt gelungen hingekriegt, oder? Weil bei unserem ist dieser große Streifen... Und das blendet. Das stimmt. Und das ist jetzt viel schöner so. Das ist jetzt dezenter. Das ist viel schöner so. Ich bin noch an dem Holzdekor am gucken, weil du hast zu dem Holzdekor nicht gesagt, dass das jetzt so grau ist. Du hast gesagt, wir machen das Negative zuerst. Und dazu gehört definitiv nicht die ambiente Beleuchtung, aber dieser Grauton. Ja, ich war das mit dem Negativen so fertig. Ach so, du noch nicht, ne? Weil dir gefällt das mit dem kälteren Holzton nicht so. Ich finde das schön. Ja. Tja. Wobei das dann aber ja besser zu der Arbeitsplatte wieder passt. Das du kannst zu diesem Holzton nicht unsere alte Arbeitsplatte nehmen. Also das musst du dann schon den Designern auch zusprechen. Ja, das ist schon richtig. Trotzdem hätte ich eine andere Arbeitsplatte genommen. Aber das ist ja jetzt... Gut, also es bleibt festzuhalten, Carrado 2018 ist grauer als 2017. Etwas kühl moderner. Kühl moderner. Ja. Gut, okay, aber die ambiente Beleuchtung ist wirklich schön. Hast du schon mal aufgemacht und ich war noch nicht ganz anwesend geistig? Nee, ne? Und dann wieder zumachen, meine ich. Achtung, so. Mit Soft Close. Nicht schlecht, also das ist wirklich toll. Muss das nicht klack machen? Hier liegt die Dings, deswegen klackt das nicht, weil hier die Mappe liegt. Ich müsste die Mappe mal woanders hinlegen. Nee, guck mal, ich kann das ja auch hier ausprobieren. Ja, probierst du raus. So? So? Ja, ein bisschen zumachen musst du schon. Ja? Achtung. Klack. Habt ihr gehört? Habt ihr gehört? Es hat geklappt. Weil hier liegt die Mappe, die Bedienungsanleitungsmappe, die große. Deswegen schließt er hier nicht, kann er hier hinten nicht einrasten. Ja? So, jetzt hat man es aber hier auch gehört. Also, Soft Close, Moment, lass mich gab Soft Close für von oben. Jetzt Achtung, man hat ja auch die Schubkästen geändert, ja. Man hat ist weggegangen von diesen Rollschubführungen hier zu Kugelauszügen mit Soft Close. Perfekt, finde ich gut, dass wir das geschafft haben, preislich hinzukriegen. Guck Klasse. Mal, das ist jetzt alles weiß. So, die Türen sind jetzt hier weiß. Ja, hier ist die, wie gehabt, 12 Volt und 220 Volt, da oben auch 220 Volt, das ist geblieben. Ja, da hat man nichts geändert, das finde ich gut, weil ich bin ja der Steckdosen-Toni, ne? So, und hier ist jetzt nochmal eine schöne ambiente Beleuchtung drunter, so ein LED-Streifen, der angeht mit, ich weiß jetzt gar nicht, womit der mit welchem Schalter? Nee, da ja nicht. Mit dem. Ah, mit dem. Mit der genau. Mit dem Streifen geht der Streifen auch an. Das finde ich schön. Das finde ich auch schön. Kann ich sowas auch haben im Günther? Ja, ich guck mal. Irgendwo habe ich noch einen Rest. Ja, hier ist der Schrank. Der ist geblieben. Eine weiße Tür haben wir jetzt hier drin. Macht es halt alles ein bisschen heller. Macht es ein bisschen heller. Also ich finde das mit dem mehr hell finde ich gar nicht schlecht. Aber du warst ja so begeistert von diesen 2014er Holzton. 14er? Der rote.
Ach so, ja, als wir nach Neustadt gefahren sind. Dresden gefahren sind. Ja, ich bin da vielleicht ein bisschen spießig, dass mir das besser gefällt. Aber das sind halt Geschmäcker. Das, da kann man ja jetzt nicht dran... So, aber jetzt... Ich wollte dir zeigen, dass ich hier einen USB-Stecker gefunden habe. Das finde ich super, super klasse toll. Weil du bist der Steckdosen-Toni und ich bin die USB-Leni. Das finde ich super klasse toll, dass man da einen USB-Ladestecker eingebaut hat, weil da liegt sowieso immer irgendwas. Und das kann man da wunderbar einstecken. Finde ich super. Darf ich mal ganz blöd fragen, ob die Sitze die gleichen geblieben sind, weil es ja Fiat ist? Ja, ich denke schon, wa? Weil die sind, irgendwie sehen die anders aus, aber unsere sind so gemütlich. Ach nö, das ist immer noch. Ja, das müsste derselbe Sitz sein. Das ist immer noch. Und das ist aber jetzt hier mit bisschen Leder, ne? Ja, das ist dieses, ist das, Leder irgendwas. Ja, Stoff. Weiß ich jetzt nicht, wie das heißt, ob das, aber ein Perfect Ten ist das, glaube ich, nicht. Wir sind selbst noch ganz frisch in dem 18er Modell, deswegen können wir die ganzen kleinen Details noch nicht so, aber zeigen tun was. Naja, das ist aber auch in Ordnung. Guck mal, die haben auch die Farbe von den Vorhängen geändert. Der ist nicht Vorhang, mehr braun, ist jetzt auch grau. Der ist jetzt grau. Und die Vorhänge sind auch Und anders. Die Vorhänge sind. Die wiederum sind jetzt natürlich irgendwie ein bisschen, die finde ich schöner. Also ich finde den Stoff schöner. Ach so. Der wiederum ist für mich, finde ich, ein bisschen mehr 70er. Der würde besser in unser Auto passen. Der Stoff bei uns, das ist so elegant. Okay. Das, finde ich, passt bei uns nicht rein. Da hätte ich den Stoff besser gefunden. Ja. So, Fußbodendekor hat sich auch geändert. Finde ich nicht schlecht. Ansonsten gibt es jetzt... Also es ist ja schon einiges neuer. Aber ansonsten Kühlschrank, das ist der altbewährte. Die Bettsituation hier hinten, die kennen wir auch. Heizung... dieselbe. Das mit dem Brett rausziehen hier. Schränke oben. Ah, die haben oben jetzt noch eine hell abgesetzt. Das ist in dem 17er Modell auch noch komplett Holz. Ja gut, okay. Es ist auch noch genauso gemütlich zu sitzen, wenn ich das kurz einwerfen soll. Ich bin doch hier vorne. Ja, du bist doch da vorne. Es ist gemütlich. Also... ist jetzt nicht irgendwie härter oder anders. Das Polster meine ich. Weiß nicht, von was ich rede. Ja, der Kern wird wahrscheinlich geblieben sein. Nur, wobei das hier auch anders ist. Ne? Guck mal, das ist jetzt hier so ein bisschen gerundet. Ja, da weiß ich nicht, wie das früher in dem 448 gewesen ist. Vielleicht ja gut, aber das ist jetzt hier auch so gerundet. Bei uns ist es ziemlich gerade schräg, glaube ich, oder? Ist das so? Ja, wir können ja mal gucken. Guck mal, das weiß man gar nicht. Gell? Ja, ja, das sind so Sachen, die... Da muss ich mich doch nochmal da so anlehnen. Ich muss mal den Stöpsel hier raus tun. Du hast recht, hier hinten ist es anders. Setz dich mal. Ja. Naja. Ja. Irgendwie? Ja. Hast du recht. Ich glaub, bei uns ist es gerade. Ist dieses gerundete hier ist bei uns nicht... in dem 17er. Das ist gerade, das ist nur so ein Keil, so ein Dreieck. Das ist aber auch gut. Also bleibt festzuhalten. Viele schöne Neuerungen, viele schöne Details, die ich zeig mich mal, die hübsch sind. Wie diese ambiente Beleuchtung mit der Beleuchtung hier unter der Arbeitsplatte, der USB-Stecker. Soft-Einzug. Soft-Einzug überall, das finde ich ganz gut. Neue also Vorhänge. Ganz klasse. Ja, das ist jetzt Detail. Also das ist jetzt Design. Weiberkram. Neue Steckdosen, Dings draußen, Männerkram. Nein, also es gibt viele neue Sachen. Schön. Bis auf die Arbeitsplatte. Bis auf die Arbeitsplatte. Aber das ist Geschmackssache. Das ist Geschmackssache und viele gibt es bestimmt auch, die sagen, boah, ist das toll. Ja, das passt neuer alles Fußboden. Gut zusammen. Neuer Fußboden. Den Fußboden finde ich nicht so schlecht. Nee, siehst du, sag ich doch. Ich bin auf die anderen gespannt, die so auf der Messe stehen werden. Ja, also vom Design her werden sie ja ähnlich sein. Ja. Ist ja klar. Bei Sunlight gucken wir mal vorbei natürlich. Beim Bruder-Schwester-Modell. Ja. Und dann gibt es natürlich auch noch den integrierten anzugucken. Ne? Ist der vom Design auch so? Ja, klar. Also auf jeden Fall haben wir euch mal das erste 2018er Modell gezeigt, das wir jetzt gesehen haben. Bis dahin, macht's gut. Und danke fürs Zuschauen. Tschüss.